Hallo, in diesem Video zeige ich euch kurz etwas zur Konfiguration der Fritzbox von WLAN 7300. Als erstes schaue ich wieder unter den Netzwerkverbindungen, ob meine Netzwerkkarte auf DHCP gestellt ist, was normal der Fall sein sollte. Ja, passt. Dann schaue ich mir mit ipconfig an, ob ich von der Fritzbox schon eine IP-Adresse bekommen habe. Das sehen wir hier, ich hänge im Fritzbox-Netzwerk. Das ist meine IP-Adresse und unter der IP erreiche ich meinen Router. Gut, das Kennwort versuchen wir jetzt mal auszulassen. Okay. Versuchen wir das auszulassen. Einrichtungsassistent weiter. Hier können wir verschiedene Internetanbieter auswählen. Das lassen wir jetzt einmal. Wir können auswählen Internetzugang über Kabel oder DSL. Sagen weiter. Wir können hier unser Kennwort eingeben. Ich gebe jetzt einfach mal 0 ein, weil ich offenbar irgendwas eingeben muss. Prüfen können wir lassen. Sagen weiter. Die Fritzbox hat mich jetzt leider rausgeschmissen und ich muss das Ganze noch einmal durchklicken, weil die Internetverbindung nicht funktioniert hat. So, nun sehe ich hier auf der Übersichtsseite, was die Fritzbox so tut. Hier sehe ich meine Netzwerkrechner und verschiedene andere Dinge. Schauen wir mal das Menü durch. Internet. Was haben wir hier? Online-Monitor. Ich bin logischerweise nicht mit dem Internet verbunden. Insofern kann ich auch keinen Zähler und Tarif anzeigen lassen. Hier kann ich die Zugangsdaten eingeben. Ich kann die Fritzbox als Router verwenden oder als Modem. Wenn ich sie als Router verwende, stellt die Fritzbox den Zugang ins Internet her und routet alle Rechner, die sich bei mir im LAN befinden, sozusagen nach außen hindurch. Ich kann hier verschiedene Standards eingeben. Fritzbox hat offenbar auch verschiedene Vorlagen für verschiedene Internetanbieter in Österreich. Ich kann hier WLAN-Einstellungen, DSLAM-Einstellungen und andere Dinge festlegen. Ja, Anbieterdienste kann ich Dinge automatisch aktualisieren lassen. Unter Filter kann ich eine Kindersicherung einschalten. Ich kann verschiedene Ports freigeben von außen für einen Rechner. Ich kann mir hier verschiedene Daten zur DSL-Leitung anzeigen lassen, sofern ich sie habe. Hier eine Messung von der Geschwindigkeit, von den ganzen Signalen. Ja. Telefonie. Ich kann hier verschiedene Anrufeinstellungen und so weiter festlegen. Schauen wir uns jetzt nicht im Detail an. Heimnetz, hier sehe ich die mit der Fritzbox verbundenen Geräte und welche IP-Adresse sie haben. Kann hier verschiedene Einstellungen vornehmen und sagen, dass das Gerät immer die gleiche IP-Adresse zum Beispiel bekommen soll. Kann USB-Speichergeräte einbinden oder auch Netzwerkfestplatten. Schauen wir zum WLAN. Hier kann ich das WLAN, den Funknetznamen eingeben. Das ist der Standardname. Zurzeit sind keine Geräte übers WLAN angemeldet. Funkkanal kann ich hier manuell festlegen, welche WLAN-Geschwindigkeit verwendet wird im jeweiligen 2,4 oder 5 GHz Frequenzband. Ich kann verschiedene Funkkanäle auswählen. Man sucht hier möglichst einen Kanal, den Nachbarn in der Umgebung nicht gewählt haben. Also wenn der Nachbar auf 13 funkt, nehme ich einen Kanal, der möglichst weit weg ist, zum Beispiel Kanal 1 oder 2, je nachdem welche schon frei sind, besser gesagt. Das gleiche gilt natürlich auch für den 5 GHz Bereich. Hier habe ich natürlich mehr Zwischenkanäle zur Auswahl. Ich kann hier sehen, wie in der Umgebung gefunkt wird, auf welchen Frequenzbändern. Ich
kann Störeinflüsse einblenden. Hier sehe ich die WLANs, die sich in der Umgebung befinden. Bei der Sicherheit kann ich hier WPA, WIP oder unverschlüsselt auswählen. Hier kann ich verschiedene Standards auswählen. WPA und WPA2 zum Beispiel kombinieren und die Geräte machen sich dann untereinander aus, was sie verwenden. WPS kann ich auch ein- und ausschalten und ein Gast-WLAN machen, sodass Rechner zwar ins Internet kommen über dieses WLAN, aber nicht auf meine Geräte in meinem Netzwerk zugreifen können. DECT ist quasi ein Schnurlostelefon, schauen wir uns jetzt nicht im Detail an. Bei Systemen kann ich verschiedene Protokolle anzeigen lassen, die dieses Gerät mitschreibt. Ich habe einen Energiemonitor, wie viel Energie das ganze Gerät braucht. Schauen wir hier, was ich hier noch habe, Nachtschaltung. Ich kann das Router-Kennwort ändern, ich kann Einstellungen sichern, das Gerät zurücksetzen. Eine Expertenansicht, schalten wir die mal ein. Was wir dann haben. So, dann schauen wir noch einmal durch, was wir dann jetzt hier anders sehen. Und sollte irgendeinen Unterschied merken. Okay, hier sieht man ein paar mehr Einstellmöglichkeiten, die es jetzt gibt. Ich habe nun auch IPv6 dabei, kann das hier aktivieren. IPv4, verschiedene spezielle IP-Einstellungen vergeben. Datenverkehr priorisieren. Das haben wir eigentlich schon angeschaut. Hier kann ich nun, glaube ich, ein paar Zusatzstandards auch auswählen. Ja. Schauen wir zu Heimnetz noch. Programme. Wie kann ich nun einen Zeitserver vergeben? Die IP-Adresse von der Fritzbox ändern. Den DHCP-Server an- und ausschalten. IP-Routentabellen ändern, eine statische Route theoretisch anlegen. Ja. WLAN, schauen wir hier noch rein. Ja. Kann verschiedene Funknetznamen für verschiedene WLAN-Frequenzbänder vergeben. Hier sieht man schon, hier funktioniert das WLAN. Funkkanäle kann ich auswählen, das hatten wir schon. Sicherheit ist auch gleich geblieben. Ja, das war's eigentlich schon. Den Assistenten sparen wir uns jetzt.